Gewisse Leute mögen in Sachen Musik vor allem Hip-Hop, wie beispielsweise den Sound vom Schweizer Rapper Greis. Andere bevorzugen Klassik, vielleicht was aus dem Barock. Okay, das war vom Ton her jetzt nicht Barock, sondern weiterhin die Musik vom eingangs erwähnten Rapper. Der und die Barockmusik haben sich aber tatsächlich getroffen. Power of Music heißt das Projekt, das morgen Abend im KKL Luzern Premiere feiert. Raphael Amrain war bei den Proben dabei. Mein Name ist Greis, ich komme von Lausanne und mein Beruf ist Rapper. Ich bin der Stefan Hodl von Grosswangen. Ich bin Komponist, Arrangeur und Musiker. Barock trifft auf Rapmusik. Zwei gegensätzliche Welten könnte man meinen. Doch Rapper Greis und Komponist Hodl ließen sich davon nicht beirren und schufen gemeinsam mit Chor und Orchester ein Werk der besonderen Töne. Was wirklich das Unterschiedliche ist an diesen beiden Welten, ich meine, letztendlich machen wir alle Musik, aber was unterschiedlich ist, ist die Sprache. Ich bin klassisch ausgebildeter Musiker, ich rede mit musikalischen Begriffen, Crescendo und Takt 23 oder was auch immer. Und ein Rapper kommt aus einer ganz anderen Tradition. Ich musste ganz viele Sachen lernen, die ich als Rapper nie machen musste. Ich musste mit 5/4, 3/4-Takt, alles so Sachen. Ich kann nicht Noten lesen, also ich musste ein System herausfinden, wie ich weiss, wenn das meine Einsätze sind. Und ich spiele da wirklich in einer Liga mit klassischen und professionellen Musikern, die Fähigkeiten haben, die meine lang übersteigen. Inspiriert durch barocke Musik von Händel und Purcell komponierte Hodl ein Stück, das stilistische Grenzen sprengt. Eigentlich nichts Neues, denn es spielten schon viele Rock- und Popsänger gemeinsam mit Orchestern. Doch diesmal fiel die Wahl ausnahmsweise auf Rap-Musik und das mit gutem Grund. In der barocken Musik gibt es die Form des Rezitativs, was eigentlich so eine Art Sprechgesang ist. Und wir haben plötzlich gefunden, ja, Rap ist ja eigentlich genau das Pendant im 21. Jahrhundert. Rapper Greis steht zwar auf der Bühne buchstäblich im Mittelpunkt, nimmt sich im Werk aber eher zurück. Was bei diesem Projekt aber sehr interessant ist, ist, dass es nicht klassische Musiker sind, die Pop spielen, sondern dass es ein Rapper ist, der sich einfügt in ein klassisches Barockstück. The Power of Music. Kraftvoll klassisch und doch rappig modern.